Liebe Kölner, gibt es hier noch Menschen, die an Gott glauben? Hände hoch. Und wir nehmen euch fest. Hände hoch für wirklich den, der an Gott noch glaubt, der noch ein Ohr hat, um Gottes Wort zu hören und seinen Willen zu erkennen. Sind da noch Menschen, die wirklich Gott fürchten? Wenn wir hier mit Menschen reden, liebe Kölner, oft wird ja einfach gesagt, ja, ich glaube an Gott, und man geht einfach dran vorbei und möchte nicht Gottes Stimme wirklich wahrhaben, indem man auch mal das Wort Gottes, die Bibel aufmacht, was die Bibel uns heute noch zu sagen hat in der letzten Zeit, wo wir leben. Hat Gott dir noch etwas zu sagen? Hast du noch Raum in deinem Herzen für Gott? Hast du noch etwas Zeit für ihn in deinem Alltag, dass du mal deinen Tag beginnst mit Gott, dass du lebst zu seiner Ehre, weil vergesse nicht, lieber Mensch und liebe Kölner hier, eins werden wir zur Rechenschaft gezogen. Ein jeder von uns muss einmal vor Gott erscheinen. Aber es geht darum heute, um mit Gott zu leben, in einer Beziehung. Es geht nicht nur um blind irgendwelche Regeln und Dogmen zu halten, sondern es geht darum, um mit Gott zu leben. Und Gott sandte sein Bestes. Er sandte seinen geliebten Sohn Jesus Christus in diese verlorene Welt, um Menschen zu retten, wieder zu connecten mit ihm. Er hat sich auf die Suche gemacht. Durch das Kreuz, am Kreuz von Golgatha, erkennen wir, dass Gott den Menschen so sehr geliebt hat, weil er für deine Schuld auch ans Kreuz ging. Er bezahlte, dass der Mensch Vergebung finden kann. Er hat etwas erbracht, was für jeden Menschen gelten kann. Die Bedingung ist, dass du dich aufmachst, dass du mit deinen Sünden, Schuld und Last wirklich zu Jesus Christus kommst und Frieden findest. Deine Religion rettet dich nicht. Das Halten deiner Gebote in deiner Religion wird dich nicht zum Frieden bringen und dir nicht Sieg über Sünde zu geben. Es geht darum, um einen Machtwechsel. Du brauchst einen Machtwechsel in deinem Leben. Von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben. Und wer ist der Einzige? Sag mir mal, wo ist dein Religionsstifter? Ist sein Grab leer, so wie bei Jesus Christus? Alle haben ein Grab. Jeder liegt irgendwo da. Aber Jesu Grab ist leer. Jesus Christus lebt. Jesus ist gekommen zu suchen, was verloren ist, um zu retten, um ewiges Leben zu geben, der ihn anruft. Lieber Kölner, haltet doch mal inne, hört ihr nicht diesen Lärm in dieser Welt? Viele Menschen sind geladen und beladen. Viele Menschen sind einfach unterlassen, eingeknickt in dieser Welt. Und Jesus Christus ist da, der sagt, wälze deine Last ab. Deine Unruhe, dein Unfrieden, deinen Hass, komme zu mir. Ich wende dein Leben in wahre Freude. Ich wende dein Leben um, dass du wirklich in Fülle leben kannst, Erfüllung findest. Und jeder sucht irgendwo eine Erfüllung. Etwas, was ihm den Kick gibt, die Betäubung gibt, Spaß und Lust. Es ist alles ein Haschen nach Wind. Es ist so, wie wenn man nach Seifenblasen greifen möchte. So sind die Angebote dieser Welt. Die sind vergänglich und zeitlich und erfüllen nicht. Du denkst, du greifst jetzt diese Seifenblase, aber sobald du sie ergreifst, platzt sie. So ist das, was die Welt dir gibt. Aber Jesus gibt dir Dinge zu greifen. Dinge, die du wahrhaftig erleben kannst. Wenn du mal in deinem Leben die Handbremse ziehst und sagst, ich will drüber überlegen. Wie ich vorhin sagte, ist da jemand, der noch Gottes Stimme hören möchte? Und so möchte ich auch lesen aus Gottes Wort, gerade über die Endzeit, in der wir uns befinden, die Endzeitrede und die Ermahnung für jeden Menschen von uns, wachsam zu sein. Denn Jesus Christus wird kommen wie ein Dieb. Wo wirst du sein, lieber Mensch, wenn Jesus kommt? Bist du bereit für die Ewigkeit? Bist du bereit, heute und hier schon mit Jesus Christus Gott
ein Leben zu führen. Eine Liebesbeziehung, wie ich sagte. Ein Machtwechsel, von der Finsternis zum Licht zu kommen. Vom Tod zum Leben hinüberzugehen. Und das allein kannst du durch Jesus Christus, der teuer für deine Vergebung bezahlt hat, der diesen Tisch reinmacht durch sein teures, heiliges Blut, was er für dich vergossen hat. Und so geht die Rede weiter. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen, dann erkennt ihr selbst, dass jetzt der Sommer nah ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, wie all das geschieht, dann wisst, das Reich Gottes ist nah. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus Christus, werden nicht vergehen. Hütet euch aber davor, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen, mit Saufen und mit Sorgen des Lebens und dass dieser Tag euch nicht plötzlich überrascht, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf Erde wohnen. So seid nun alle Zeit wachsam und betet, dass ihr imstande seid, all dem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor den Menschensohn zu treten, Jesus Christus. Genauso wird es sein. Himmel und Erde werden eins vergehen. Aber wie Jesus sagt, aber meine Worte bleiben ewig bestehen. Die Frage ist jetzt, auf was ist dein Leben gebaut? Auf Menschenwort, auf Menschenphilosophie und Ideologie oder auf Gottes Wort, was ewig bleibt? Gott, der da ist, von Anfang und in alle Ewigkeit. Und so wollen wir euch, liebe Menschen, hier aufrufen. Seht ihr nicht die Zeichen der Zeit, die eine deutliche Sprache sprechen? Dass wir doch schon 5:12 haben? Seht ihr nicht, in welchem Sog wir leben, in welcher Verführung wir leben, in welcher Manipulation wir leben? Wir sehen doch, es wird immer dunkler in diesem Land. Aber wir können auch schon mal unsere Hand auf Herz legen und sehen, wie dunkel ist es in uns. Wie viel Hass hege ich im Herzen, Neid, Groll und wie viel Hochmut habe ich im Herzen. Und so kann jeder an sein Herz fassen und sich prüfen. Am besten mit Gottes Wort, die Bibel, das ist die Prüflehre. Da kannst du dich prüfen, habe ich Leben aus Gott? Es reicht dir nicht aus zu sagen, ich bin religiös, ich bin spirituell, ich glaube an etwas. Heutzutage sagt man, Hauptsache Glaube, dass man irgendwie einen Halt hat. Aber die Frage ist, was hält, wenn alles zerfällt? Was hält wirklich? Wo ist dieses Fundament, auf dem ich bauen kann? Und Jesus sagt, ich bin das Fundament. Und er sagt dir, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als durch mich. Willst du zu Gott kommen? Geht es nicht, es geht nur allein durch Jesus Christus und sonst niemand. Und so wollen wir, wie auf unserer Jacke hier steht, allein Jesus Christus, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der weiß, was deine Bedürfnisse und Nöte sind, möchte dir begegnen. Bist du bereit, Gottes Wort zu öffnen, die Bibel an deine Hand zu nehmen? Hol dir hier gerne an diesem Stand Bibel ab, kostenlos. Und lass dich retten, lass dich begleiten durch Jesus Christus. Er klopft an deine Herzenstür und sagt, heute, wenn du die Tür öffnest, deine Herzenstür, so möchte ich einkehren in dein Herz. Oh, liebe Kölner, ich möchte euch unbedingt aufrufen, wie Jesus Christus auch in seinem Wort sprach, seine ersten Worte und letzten Worte waren, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen. Nahe den, wirklich auch, der sich aufrichtig und ernst auch dahin begibt und sagt, ja, ich möchte, dass dieses Reich auch in mein Herz einzieht, aber vor allen Dingen für die Ewigkeit. Heute kannst du auch sterben, vielleicht morgen oder vielleicht übermorgen, aber hast du dir noch mal einmal Gedanken gemacht, wo werde ich sein, wenn ich heute sterbe? Wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Und es gibt nur einen, der von dieser Ewigkeit gekommen ist. Das ist Jesus Christus.
Jesus Christus, dieser Name Yeshua, er ist der dreieine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. So wie der Mensch auch geschaffen ist in seinem Bilde, er besteht aus Leib, Seele und Geist. Ja, und so ist er doch ein Mensch und so ist auch Gott einer, aber in drei Personen. Und er möchte dir begegnen in seiner Liebe. Jesus Christus möchte dich retten, lieber Mensch. Und wir rufen euch auf, kehrt um von euren Umwegen, von euren Abwegen, sagt der Welt ab und ladet Jesus in euer Herz ein. Und es ist so einfach, er ist ein ernstliches Gebet entfernt. Du darfst beten und sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Für all meine Schuld, für all meine Sünden hast du bezahlt. Ich danke dir, Herr Jesus Christus. Es war mein Platz, aber du hast den Platz für mich eingenommen. Hast das Gericht Gottes, was mich treffen sollte, für dich aufgenommen. Und ich danke dir und möchte dir meine Sündenlast bringen und bitte dich herzlich um Vergebung und bereue all meine Schuld und meine Sünde und meine Missetaten. Und ich möchte dich einladen, Jesus Christus, aufnehmen in meinem Herzen, um dir zu folgen ab heute. So darfst du zu dem Herrn Jesus Christus kommen und so darfst du zu ihm beten und er ist nahe denen, die zerbrochenes Herzens sind. Er ist da und möchte euch trösten, möchte euch Ruhe geben. Die Rastlosen möchte er Rast geben. Die Friedlosen möchte er Frieden schenken. Den Aussichtslosen möchte er Rechtweisung geben. Und Jesus sagt, meine Gedanken sind für euch gute Gedanken für eure Rettung, für eure Zukunft. Komme zu ihm und er zieht dich mit seinem Wort. Er möchte dich locken zu ihm in seiner Liebe. Keiner gleicht diesem wunderbaren Gentleman, Jesus Christus, der sagt, ich klopfe an. Er klopft heute noch, morgen noch und wer weiß wie lange noch, aber es gibt ein Ende. Es gibt ein zu spät. Dann ist aus, dann gibt es kein Klopfen mehr. Dann gibt es keine Mahnung mehr. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist aus die Maus. Und so wollen wir euch rufen, lieber Mensch hier in Köln, zum göttlichen Vaterhaus. Jesus lädt euch ein, Kinder Gottes zu werden. Alle denen, die ihn aufnehmen, Jesus Christus gibt ihnen Anrecht, Kinder Gottes zu werden. So möchten wir euch Gott und seiner Gnade anbefehlen, dass ihr euch unbedingt Gedanken macht. Und kommt doch bitte hierher zum Stand, wenn ihr Fragen habt, wenn da jemand ist, der an Gott glaubt, wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich bin ein Christ, kommt doch, holt euch gerne christliche Literatur ab und holt euch die Bibel vor allen Dingen mit, das Navigationsgerät zum Himmel, das euch den Weg weist, das euch den Weg weist zum wunderbaren Leben in Herrlichkeit mit Gott durch Jesus Christus. Amen.